LS2, ein Partner der IDM, um den geht es heute und dafür habe ich mir hier Profi Jan Mohr vom BCC Alpha von Zorn Racing Team an die Seite geholt. Jan, du bist seit geraumer Zeit Fahrer für LS2, das ist der Helm deines Vertrauens und wir möchten gerne wissen, oder vielmehr unsere ganzen Zuschauer da draußen, die möchten gerne wissen und ein paar Tipps bekommen, woran liegt das, was macht diesen Helm eigentlich für dich aus? Also für mich ist LS2 ganz einfach der beste Helm, den ich jemals gefahren bin. Er ist super leicht, er hat ein richtig großes Sichtfeld und er schützt vor allem. Also ich bin, das ist natürlich das Wichtigste, ich bin auch schon das eine oder andere Mal grob abgeflogen, auf den Kopf gefallen und konnte dann immer am nächsten Tag wieder fahren. Also wirklich ein Top-Helm. Sicherheit steht natürlich hier an erster Front und neben der Sicherheit logischerweise auch ein paar Features, die dir das Fahren leichter machen. Wir reden konkret über das Thema Belüftung, über Sichtfeld. Wie sieht's da aus? Es sieht fantastisch aus. Also wie gesagt, das Sichtfeld ist super groß, da sieht man alles. Auch immer im Augenwinkel sieht man gut. Und die Belüftung ist natürlich auch ganz wichtig in Verbindung mit dem Visier, dass es nicht beschlägt. Und das tut es nicht. Also wirklich mit der LS2 hatte ich noch nie das Problem. Gerade bei solchen Bedingungen, wenn es regnet, das ist immer klar. Ich kann jetzt auch 30 Minuten voll durchfahren ohne ein Problem. Und das ist sehr wichtig. Thema Lautstärke. Für viele Fahrer ist ja die Konzentration trotz Ohrstöpsel sehr, sehr wichtig. Auch unter dem Helm, dass man auf den Geraden, bei den gesamten Windabsorptionen und natürlich auch der Belüftung nicht eine zu hohe Geräuschkulisse hat. Wie sieht das da für dich aus? Da hatte ich noch nie ein Problem damit. Also ich fahre natürlich mit den Earplugs, was aber, glaube ich, jeder macht. Und von dem her ist es gar kein Problem. Also ich kann mich super konzentrieren, es ist nicht zu laut, ich höre immer noch gut, also kein Problem. Designtechnisch, entwickelt ihr da quasi mit oder ist das nur so eine Sache, wo ihr euch dann das eine oder andere Mal dann auf den Geschmack des Herstellers verlassen könnt? In dem Fall LS2 natürlich einer der größten Helmhersteller weltweit, ein großes Team. Kann man von ausgehen, ja, die überlegen sich eine gute Konzeption, aber bist du damit grundsätzlich zufrieden? Auf jeden Fall, also vor 1,5 Jahren hat jetzt LS2 hier den neuen Thunder rausgebracht, den ich persönlich richtig, richtig geil finde, auch mit dem Original Carbon Design, finde ich super toll, mit dem neuen Spoiler hier. Einfach der Hammer und die Fahrer können sich dann ja auch noch ihr eigenes Design drauf machen, also airbrushen lassen, wenn sie das wollen. Werde ich wahrscheinlich für mein Heimrennen dann am Red Bull Ring machen und von dem her haben wir da alle Freiheiten, was ich top finde. Aber das Design so in ganz original finde ich schon richtig cool. Jan, vielen Dank für die ganzen Eindrücke von LS2, was das Thema natürlich Belüftung, Komfortabilität, Anti-Fog-System betrifft. Hoffe, das war auch für euch aufschlussreich und bis bald zu einem neuen Partnervorstellungsvideo hier bei der IDM.